Das Libretto der Oper, das basiert auf der Romanvorlage von Sofia Posmisch, einer Polin, einer Auschwitz-Überlebenden. Dieses Treffen zwischen Anneliese Franz und dieser Insassin Martha, dieses Treffen ist halt Hauptinhalt dieser Oper, weil es wird vage gehalten, ob es dieses Treffen wirklich gab, ob es das Hirngespinst von Anneliese Franz ist, weil es gibt keinen Dialog. Es wird sich begegnet und in der Oper ist auch klar, anhand der Personen, dass es wirklich diese Insassin ist, aber es gibt keinen Dialog und das finde ich sehr spannend an dieser Sache. Was ist das? Was löst dieses Treffen aus? Man erfährt, was es in Anneliese Franz auslöst, man erfährt aber nicht in dem Sinne, was es in dieser Insassin Martha auslöst. Lisa ist die junge Ehefrau eines angehenden Diplomaten auf dem Weg nach Südamerika und möchte wahrscheinlich ihre Vergangenheit hinter sich lassen, weil, das ist ein sehr entscheidender Punkt, sie hat ihrem Mann nicht von ihrer Vergangenheit erzählt. Das weiß niemand. Sie hat es bei sich behalten und auf diesem Schiff, ausgelöst durch diese Begegnung mit dieser vermeintlichen Martha, kommen die Erinnerungen hoch und sie kann es nicht bei sich behalten und erzählt davon ihrem Mann. Sie haben uns alle gehasst, Walter. Wir alle, die wir im Lager Dienst taten, konnten uns nicht damit abfinden. Ich finde dabei interessant oder möchte hinzuziehen, was Frau Posmisch über die KZ-Aufseherinnen erzählt hat. Sie hat sie kategorisiert in drei Gruppen. Die Sadisten, die geborenen Sadisten, die aufgrund ihrer Veranlagerung, ihrer Neigung die Häftlinge wirklich gequält haben und unnötig gequält haben. Dann die Gruppe, die ihre Arbeit verrichtet hat, streng nach Regularien und diszipliniert. Nach Vorschrift und die Gruppe, die auch mal ein Auge zugedrückt hat. Sehen Sie hier meinen Zettel? Den habe ich entdeckt. Es gibt einen Neuzugang im Lager und eine stark gefolterte Frau, bei der man dann noch dazu einen Zettel findet. Und dieser Zettel ist auf Polnisch verfasst. Jedenfalls finden das die KZ-Aufseherinnen heraus und da die Gruppe aus vielen Polinnen besteht, soll nun eine der Insassinnen diesen Zettel übersetzen. Und natürlich sucht sich Anneliese Franz die Martha aus, ihre Lieblings-, in Anführungsstrichen, Lieblingsinsassin. Martha erkennt die Situation und handelt blitzschnell und übersetzt diesen Zettel oder diesen Brief anders. Also sie macht daraus einen Liebesbrief, weil sie weiß, wenn sie die Wahrheit dort kundtut, dann gibt es für viele den Tod. Martha ist wahnsinnig eine große Herausforderung, weil es ist eine Polin. Ich singe in dieser Oper sowohl auf Polnisch als auch auf Russisch, ein bisschen auf Deutsch. Russisch habe ich in der Schule gelernt, mit Polnisch bin ich noch nie in Berührung gekommen.
Und da schluckt man erstmal ein bisschen als Sänger, weil man natürlich auch mit dieser Sprache auch eine Mentalität verkörpert. Viele Seelenzustände gehen nur über Haltungen, Blicke, bedingt durch diese, dass man eine KZ-Insassin spielt, die ja nie zeigen durfte, wie sie sich wirklich fühlt oder wirklich das sagen konnte, was sie denkt. Tadeusz ist der Verlobte von Martha. Tadeusz ist Geiger. Er wurde auserkoren, für den Lagerkommandanten einen Walzer zu spielen. Und natürlich, wenn jemand im Widerstand ist, dann wird er sich immer wieder setzen und den Tod nicht fürchten. Und er bringt es nicht über sich, diesen Walzer zu spielen, und spielt stattdessen die Chaconne von Bach. Das wird natürlich nicht gern gesehen und er verliert dadurch sein Leben. Muss in Erinnerung bleiben, gerade in der heutigen Zeit, wo man immer wieder von Holocaust-Leugnern sogar hört, kann es nicht sein, dass das in Vergessenheit gerät. Das ist unvorstellbar, dass es sowas überhaupt gab, für mich, aber man sieht ja an gewissen Tendenzen, dass das nicht ausgerottet ist, dieses Denken. Und ja, unbedingt nicht vergessen, immer wieder daran erinnern.